halte ich gar nichts von. Weil ich bin selber Münsteraner und ich bin der Meinung, solche Sachen sollte man behalten. Ganz einfach, sowas sollte man behalten. Das ist eine Tradition gewesen, schon immer, seitdem ich hier in Münster bin. Und ich kenne noch den Alten so. Und ich muss sagen, da war ich schon sehr gut mit zufrieden. Aber jetzt mit dem, wenn sie das schließen wollen, ich halte es für eine Katastrophe. Ist schlimm. Auch für die Kinder. Ist doch ganz klar. Nicht viel, weil mein Sohn hat das gut gefallen. Der hat immer auf der Bank gestanden, ein paar Mal und geklatscht. Und hat ihm super gefallen. So mit seinen 2,5 Jahren, ne? Ja. Mhm. Ja gut, und die gehen ja auch gut mit den Tieren um, ne? Also ist ja nicht so, dass die Tiere da schlecht behandelt werden, ne? Ist schade, wenn es geschlossen wird. Also prinzipiell ist natürlich Tierhaltung in diesem, ja, auf die Art und Weise wahrscheinlich mit Sicherheit nicht so gut. Allerdings, ob es für die Tiere, die da jetzt wegkommen, besser ist, wage ich mal zu bezweifeln, weil die sind ja nichts anderes außer Gefangenschaft gewöhnt. Und ich denke mal, für die Tiere wird es keine Verbesserung sein. Ja, also es ist halt schade, dass es geschlossen wird, auch für die ganzen Kinder und so, weil die das ja gerne sehen. Und ja, ich finde das nicht so gut. Also einerseits finde ich es sinnvoll, dass es zugemacht wird, weil ich glaube, die Delfine, die See leben da irgendwie ziemlich eingeengt und so. Also ja, das ist wahrscheinlich sinnvoll. Was meinst du dazu? Ich war auch schon ewig nicht mehr im Zoo. Aber ich glaube auch, dass es besser, dass das zugemacht wird. Also wirklich groß war das ja nicht und für die Delfine auch ich zu klein. So gesund sahen die auch nicht aus, oder? Was die Delfine dort betrifft, für die finde ich es gut. Denn wie gesagt, es ist so eine Tierhaltung, die die nicht dem Charakter, nicht weil diese Tierart entspricht. Die sind freilebend tätig und dort, die werden abgerichtet, machen ihre Späßchen, die unterhalten das Publikum und ist keine artgerechte Haltung. Ja, hört sich erst Moment jetzt nicht so positiv an. Ich denke, da werden wahrscheinlich auch einige Tierschützer oder Tieraktivisten auf die Barrikaden gehen möglicherweise. Aber genaueres kann ich dazu jetzt nicht sagen. Ja, insgesamt würde ich sagen, ist das eher nachteilig, weil ich denke mal, es gehört mit zum Zoo, zum Münsteraner Zoo. Und damit ist eine Attraktion wahrscheinlich weniger da. Und somit würde ich sagen, sollte man es lieber erhalten und für die Zukunft anderen Leuten auch zur Verfügung stellen. Wir sind dagegen, oh ja, denn mit dem Delfinarium sind wir aufgewachsen, oh oh. Ich durfte da mal Robben füttern. Ich doch nie. Ich wurde noch nie ausgewählt. Der Zoo in Münster muss so bleiben, wie er ist, mit den Delfinen und den Flamingos. Denn Delfine gehören zum Zoo Münster dazu. Oh ja, und die Robben natürlich auch. Ja, Robben, 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 Robben und Delfine. Robben und Delfine. Oh, oh, oh. Ja. Und ich finde das nicht gut. Wir geben so viel Geld aus für dies, das und jenes. Und dafür haben wir nichts. Es ist traurig, wenn die Stadt Münster nicht in der Lage ist, dieses Geld zur Verfügung zu stellen, dann sollten wir einen allgemeinen Spendenaufruf machen, um das Delfinarium für die Stadt Münster zu retten.